Herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich finalen Part von Kontrast. Oh, mein alter Sessel, er quiekt schon so vor sich hin. Ich bin ganz glücklich, dass wir den Turm schon beendigt haben. Ich hoffe, dass jetzt ich hoffe, dass es jetzt auch irgendwo das Finale ist. Ich ärgere mich so ein bisschen schon, dass ich diese eine Sache nicht bekommen habe. Da werde ich natürlich nochmal rangehen. Ich werde auch nochmal versuchen, die Prinzessin nachzuspielen. Ich glaube, das werde ich auch vielleicht eventuell, das ist ein geiler Satz, das alles nochmal in einem Bonus-Part packen. Momentan guckt mir ja noch keiner so wirklich zu. Ich hoffe ja aber, das ändert sich irgendwann. Also vielleicht hat sich das schon geändert, wenn du das jetzt siehst und ich erzähle einfach nur Nonsens. Ja, dann wollen wir doch einfach mal weitergehen. Uff. Und schauen, ob wir da alles gut gemacht haben. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and Gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar, and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty, if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. War ich nicht vorbereitet. Ich dachte, das ist jetzt zu Ende. Egal. Wir werden jetzt nochmal gucken, kurz. Was ist jetzt hier erwartet, ne? Diddy, was ist los? What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Wir müssen ja weiterhin folgen, um der Geschichte das zu vervollständigen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwas machen müssen. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good?
Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Und somit haben wir ein wunderschönes, neues, anderes, neues ist es ja nicht, seit 2013, ein schönes Spiel zu Ende gebracht. Ich denke nicht, dass ich die Musik abspielen kann. Es wird wahrscheinlich wieder irgendwas drüber liegen, obwohl das da gar nicht so war. Bei der ersten Session, die ich aufgenommen habe, konnte ich es auch monetarisieren. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz doll und herzlich bei dir, dass du zugeschaut hast. Lass mir doch gerne ein Like dort. Auch gerne einen Kommentar, wenn du magst. Ich würde mich sehr, sehr super freuen. Und auch gerne ein Abo natürlich. Bis dann. Tschüss. Try.